Beziehung versus Partnerschaft. Bist du sicher, dass du eine willst? Herzlich willkommen. Es freut mich, dass du mir heute bei einem so sensiblen Thema lauschst. Und hier gebe ich nur meine Wahrnehmung weiter. Viele Singles wünschen sich einen Partner, den richtigen Partner, und kommen immer wieder an ihre Grenzen. Und im Gegenzug, viele Paare stellen sich oft die Frage: Will ich noch in dieser Beziehung leben? Beziehung versus Partnerschaft. Zwischen diesen beiden Worten gibt es einen massiven Unterschied. Das Wort Beziehung kommt vom Wort beziehen und beschreibt ein wechselseitiges Verhältnis. Kurz gesagt, einer zieht immer am anderen, um sich auf den Partner beziehen zu können. Die Bedeutung der Beziehung zeigt also eine Abhängigkeit zueinander. Diese Art von Liebe ist leider nicht gleichwertig und ausgeglichen. Du oder dein Partner gibt immer nach, ist abhängiger vom anderen als der Gegenpart, und so kann Liebe auch nicht im Flow sein. Einer zieht immer den Kürzeren. Das Wort Partnerschaft hingegen lässt sich aus dem Englischen ableiten: Part ist der Teil eines Ganzen. Das Wort Partnerschaft bedeutet also Teile, die auf gleicher Ebene miteinander leben. Und genau das ist erstrebenswert. Zudem ist eine gleichwertige Partnerschaft der Schlüssel zu bedingungsloser Liebe. Denn jeder Partner darf sein, wie er ist, und kann so Wahrhaftigkeit und Erfüllung empfinden mit einem anderen Individuum, welches dich so sein lässt, wie du bist, und dich weder abhängig machen noch besitzen möchte. Nun, nach dieser Gegenüberstellung, welche Wahl triffst du? Willst du in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft leben? Legen wir nun das Augenmerk auf die heutigen Singles. Die Qual der großen Auswahl an Single-Apps gestaltet sich wie ein Blättern in einem Katalog. Hat man die Wahl des Gegenübers getroffen und die Sympathie entsteht durch eine schriftliche Kommunikation, dann läuft ja alles schon perfekt. Und wenn noch dann dazu auch die erste Begegnung vielversprechend ist, sind beide bereit, sich näher kennenzulernen. Doch bis zu einem gewissen Punkt, wo irgendwer von den beiden einen Rückzug startet, weil sich alte Programmierungen breitmachen und die unbewusst verborgenen Ängste einwirken. Die nächstbeste Gelegenheit und Ablenkung bietet einen neuerlichen Versuch in der Single-App, denn Singles gibt es mehr als genug. Schön und gut, aber was ist mit den alten Programmierungen und verborgenen Ängsten? Die Erfahrungen von früheren Beziehungen, die uns verletzt haben, nehmen wir mit in die neuen Verbindungen. Ich sage bewusst Verbindungen, denn oft ist es so, dass man nicht zu einer Beziehung steht und der schützende Satz den Raum einnimmt: Nein, wir sind nicht zusammen. Wir verbringen lediglich eine schöne Zeit miteinander und genießen diese. Und ja, Sex ist dabei eine wunderschöne Sache. Unbewusst nimmt man gewisse Situationen aus der Vergangenheit mit, die in der neuen Verbindung als Triggerpunkte wirken. Das können ganz banale Aktionen sein, dass man sich kontrolliert fühlt, nicht wertgeschätzt und geliebt fühlt. Jeder bringt seine geschnürten Pakete mit in die neue Verbindung. Meistens ist der neue Partner nichtsahnend und beurteilt im Gegenzug die Handlungen des Gegenübers, und die vorgefertigten Schablonen wiederholen sich. Frauen bedauern, immer wieder an Männer zu gelangen, die sie und ihren Körper bewerten,
die nur Sex wollen und keine Bindung. Oder Männer bedauern, immer wieder an Frauen zu gelangen, die sie kontrollieren möchten, herumnörgeln und hohe Erwartungen haben. Es ist ganz wichtig, nicht sofort die Türe zu schließen, sondern mal zu gucken, warum löst es in mir genau diese Emotionen aus? Was hat mich in der Vergangenheit geprägt, dass ich so handle, wie ich handle? Gib dir dein ganzes Verständnis und Mitgefühl und geh sorgsam mit dir um. Beobachte auch die unbewussten Prägungen deines Gegenübers, warum er so handelt, wie er handelt. Verurteile niemanden, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gelaufen bist. Beurteilen und verurteilen bringt dich nicht ans Ziel deiner Partnerschaftswünsche. Lösen kann man die Triggerpunkte deines Gegenübers nur mit Zuhören. Hole deinen Partner ab, dort, wo er bzw. sie gerade steht, und urteile nicht. Beobachte, zeige Mitgefühl und Verständnis. Grundsätzlich möchte Mann und Frau den richtigen Partner finden. Aber was ist schon richtig und falsch? Man zieht immer das richtige Gegenüber an. Jeder sehnt sich nach einer nährenden, fürsorglichen, freundlichen Verbindung. Nur kann man das auch selbst geben. Wir tragen unzählige Programmierungen in uns und Patenschaften sind das größte Geschenk dazu, diese Programmierungen zu lösen. Nichts Schöneres an Heilung gibt es. Darum lasse deine Türe offen, stelle dich der Situation, denn die Lösung ist immer die Liebe. Ein liebevolles Miteinander, ein liebevolles Zuhören, ein liebevolles Verständnis und ein liebevoller Austausch. Auch wenn durchaus ein Rückzug aus der eigenen Wahrnehmung manchmal sinnvoll ist, dann mache dies, aber niemals aus Rache, sondern weil du vielleicht deinen eigenen Schmerz nicht mehr gerecht wirst und du einfach mal eine Pause brauchst. Diese Pausetaste kann wertvolle Impulse in deiner Welt der Emotionen wiedergeben, die dich in deinem Werdeprozess ein Stückchen freier machen. Das Loslassen von gewissen Situationen ist sehr bereichernd, kann durchaus Veränderung bringen und einen neuen Zugang in dieser Verbindung kreieren. Eine Partnerschaft passiert nicht einfach. Du musst sie jeden Tag neu kreieren, um nährende Verbindung zu schaffen. Was kann ich heute beitragen? Was kann ich dir beitragen, um unseren Tag größer und schöner werden zu lassen? Was wünsche ich mir heute, mit dieser Person zu kreieren? Wollen wir heute noch zusammen sein? Ist es das, was wir uns heute wünschen? Was können wir zusammen kreieren, das größer ist als das, was wir getrennt voneinander kreieren können? Du kannst immer neu wählen, jeden Tag. Es entsteht ein Erlauben in dieser Verbindung. Durch gegenseitiges Beitragen wächst das Vertrauen. Der Herztempel öffnet sich, fernweg von Erwartungen, und die individuelle Verletzlichkeit darf sich dem anderen gegenüber zeigen. Je mehr man gemeinsam kreiert, desto mehr Inspiration erhält die Verbindung. Inspiriere und begeistere deinen Partner immer, jeden Tag großartiger zu sein, um all die Fähigkeiten in Anspruch zu nehmen, zuzugestehen und anzuerkennen, die er hat und nicht gewillt ist, sie anzuerkennen. Aber bewerte ihn nicht, wenn er nicht wählt, dies zu tun. Die Entscheidung, ob man eine Partnerschaft möchte oder nicht, versickert im Boden, denn es entsteht aus freien Stücken heraus, diese Verbindung mit all ihren Beiträgen und Kreationen, das Schöne zu vermehren. Für langjährig bestehende Partnerschaften ist es eine neue Ansichtsweise, die Veränderungen im Miteinander erleben kann. Voraussetzung ist,
dass beide Teile bereit sind für eine neue Herangehensweise, ein neues Gewahrsam, eine neue Begegnung, eine neue Sichtweise und ein neues Kennenlernen. Du siehst dein Gegenüber und du wirst gesehen. Wähle keine leeren Worthülsen, die nur Schönes versprechen. Gebe deinen Worten vom Herzen heraus die Energie, die sich auch realisiert. Das ist eine ganz andere Qualität im Zusammensein und schenkt Vertrauen. Reflektiere dich. Welche Ansichten habe ich zum Thema Sex, Geld, Macht, Gefühle, Körperempfindungen? Welche Prägungen wurden mir vom Elternhaus mitgegeben? Was bist du bereit zu empfangen? Was bist du dir selber wert? Bist du es dir wert, geliebt zu werden? Bist du bereit, Liebe zu geben? Was sind deine Ansichten und die Standpunkte in Bezug auf Partnerschaft? Vermeidest du Partnerschaften, weil du keine guten siehst? Es ist nicht die Aufgabe deines Partners, dich glücklich zu machen. Jedoch kannst du einen großen Teil dazu beitragen, damit du glücklich bist, indem, dass du deinem Partner beiträgst, um noch Großartigeres zu kreieren und das Glück wachsen zu lassen, nachdem du dich so sehr sehnst. Verletzlichkeit ist eine große Stärke in einer Beziehung. Unangenehme Momente im Leben gibt es immer wieder. Das Spiegelgesetz ist ständig am Laufen. Wenn du bereit bist, um jeden Preis du selbst zu sein und keine Mauern oder Barrieren aufzubauen, dann ist das, was sich zeigt, immer großartiger. Du kannst dir erlauben, auch mal mürrisch zu sein, ohne dass der Partner in die Bewertung geht, wenn du der anderen Person erlaubst zu wählen, was immer sie wählt, musst du sie nicht richtig machen oder dich für etwas falsch. Hey, ich merke, dass du mürrisch bist. Wenn du was brauchst, ich bin hier. Frag einfach. Versuche nicht, einen Menschen zu verändern oder versuche ihn dazu zu bringen, etwas anderes zu machen. Erlaube der anderen Person zu wählen, was immer er wählt. Auch wenn es für dich wie ein Fehler erscheint. Bist du dankbar für den Mann oder die Frau in deinem Leben und was ihr zusammen kreiert? Aus der Dankbarkeit heraus wächst und gedeiht alles. Du beginnst den Wert deines Partners zu erkennen, die du vorher nicht bereit warst zu erkennen. Schau dir jeden Tag die Person an, mit der du in einer Partnerschaft bist und frage dich, was ist das an der Person, wofür ich am meisten dankbar bin? Deine Partnerschaft wird sich immer erweitern, denn Dankbarkeit hat die Energie der Erweiterung und die Fähigkeit des Empfangens steigt an. Wenn du dankbar bist für deinen Partner, wirst du ihn bzw. sie niemals bewerten. Du siehst, das Glück liegt in deinen Händen. Wähle, welche Wahl du heute treffen möchtest. Was trägt dir bzw. deinem Partner bei? Das Thema Partnerschaft beinhaltet ein großes Spektrum, wo man Stunden darüber reden könnte. Doch meine Zeit möchte ich jetzt anderem widmen, und zwar: Was kann ich mir und meinem wundervollen Gegenüber heute beitragen, damit unser Tag großartiger wird, als es schon ist? Und in tiefer Dankbarkeit fürs Zuhören schließe ich nun diesen Podcast und wünsche euch viele schöne, wundervolle und heilvolle Partnerschaften. Alles, alles Liebe!